Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses und nachdem wir im letzten Video ja einen Listener zu der Value-Property des Sliders hier hinzugefügt haben, der halt den Wert immer auf der Konsole ausgibt, möchte ich diesen Listener nun verwenden, um hier in dem Textfeld, wenn der Slider über der Hälfte ist, also wenn der Wert über 50 ist, anzuzeigen, was von wegen der Wert ist über 50 oder über der Hälfte. Und genau das mache ich jetzt auch. Dafür können wir nämlich uns auch mal die Unbind-Methode anschauen. Also machen wir das einfach mal. Hier machen wir also die Abfrage, ob der Wert denn über 50 ist oder über der Hälfte von dem Maximalwert dieses Sliders. Also if und dann new value, also der Wert, den der Benutzer halt mit dem Slider ausgewählt hat, wenn der größer ist als, und jetzt der Maximalwert des Sliders, den bekommen wir mit slider.getMax. Das ist der Maximalwert von diesem Slider. Und dann, wenn das der Fall ist, müssen wir den Slider hier erstmal müssen wir das erstmal so machen, dass wir hier auch wirklich brauchbare Zahlen haben. Und zwar mache ich das mit Double Value und dann war es das so. Weil eine Number ist ja ein komplexer Datentyp und das hier funktioniert in der Form so im Moment nur mit Primitiven. Deswegen müssen wir hier auch einen Double rausholen. Gut. Und dann sage ich einfach Text Property. Wir müssen ja das Property erstmal wieder von dieser Value Property lösen. Punkt unbind und dann output.textProperty. Ach komm, machen wir es so. Punkt set. Dann seht ihr auch mal die set-Methode hier. Sage ich mal, der Wert, der ausgewählte Wert ist größer als die Hälfte. So. Das ist halt nur so ein kleiner Beispieltext, um das zu verdeutlichen, was hier gerade gleich passiert. So. Schauen wir uns mal an, hier 0,0 und so weiter. Und wenn wir das jetzt hier weiter zu 50 schieben, dann sehen wir hier, okay, es scheint nicht zu gehen, was auch Sinn macht, weil ich hier ein durch 2 vergessen habe. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Und wenn ich das jetzt über 50 schiebe, der ausgewählte Wert ist größer als die Hälfte. Aber wenn ich das jetzt hier drunter schiebe, dann kommen hier immer noch keine neuen Zahlen. Warum ist das so? Naja, sobald das hier mit Unbind aufgerufen wurde, ist das halt natürlich nicht mehr daran gebunden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir wieder unter 50 kommen, oder mit anderen Worten, in jedem Fall, wo wir nicht über 50 kommen, also else, machen wir, dass wir den Wert wieder mit Bind da dran knüpfen. Also circa so. Probieren wir es aus. Und tatsächlich, es funktioniert so. Wenn wir hier unter 50 sind, dann kommt hier immer schön diese Auswahl und wenn wir über 50 sind, dann kommt dieser Text. Gut, dann war es das wieder mit diesem Video und zu Unbind und ein bisschen weiter zu Listenern. Und bis zum nächsten Mal.